Liebe Kinder, liebe Erwachsene, wir möchten heute mit euch zusammen einen Gottesdienst feiern. Leider können wir immer noch nicht in die Kirche oder in die Kapelle, deswegen machen wir das so. Ihr sollt aber diesen Gottesdienst nicht nur anschauen, ihr sollt richtig mitmachen. Dazu braucht ihr eine Kerze. Das kann eure Taufkerze sein, eine Jesuskerze, die Osterkerze oder irgendeine andere Kerze. Ihr braucht ein Feuerzeug. Ihr braucht für unser Schlusslied ein Musikinstrument, was ihr zu Hause habt, eine Trommel, eine Rassel, ein paar Glöckchen, ganz egal. Und ihr braucht euch, eure Hände, eure Füße, eure Ohren und eure Augen. Und wenn ihr das alles zusammen habt, können wir unseren Gottesdienst gemeinsam beginnen. Wir wollen den Gottesdienst feiern und dabei von einer ganz besonderen Person hören. Es ist eine Person aus der Bibel, eine Frau, die ganz besondere Dinge getan hat. Ihr wisst, wir haben Mai. Das ist der Wonnemonat Mai. Wir haben Muttertag gefeiert im Mai. Und es geht um eine ganz besondere Mutter heute. Passt gut auf und hört gut zu. Wir beginnen jetzt unseren Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen. Dazu braucht ihr eure rechte Hand. Wir beginnen von oben nach unten. Von links nach rechts. Hast du uns lieb? Amen. Und jetzt starten wir mit dem Lied. Wir feiern heute ein Fest. Gottesdienst eingeladen. Jemand lebt auf unserem Spielplatz und er hat schon ganz viel mit euch erlebt. Er hat euch schon Geschichten erzählt und schreibt euch auch regelmäßig Briefe. Hallo Rosalinde, schön, dass du da bist. Hallo Anna, hallo Jutta und hallo liebe Kinder. Ich freue mich auch riesig, dass ich heute mit euch den Gottesdienst feiern darf. Ja, herzlich willkommen in der Herz-Jesu-Kapelle in Nackenheim. Gemeinsam wollen wir Gottesdienst feiern. Dazu zünden wir jetzt unsere Kerze an. Ihr dürft auch zu Hause eure Kerze anzünden, gemeinsam mit euren Eltern. Vor ein paar Tagen war Muttertag. Da haben wir den Eltern dafür gedankt, was sie alles für uns tun. Und ich möchte dich mal fragen, Rosalinde, wie oft sagen wir denn immer Mama, Mutti? Sagst du das auch so oft? Ui, das ist bestimmt ganz, ganz oft. Ja, das glaube ich. Schau mal, Rosalinde, ich habe was mitgebracht. Guck mal. Fühl mal, magst du mal fühlen, was das sein kann? Riechst du auch? Das ist hart. Ja. Irgendwie viele Mulden und Huppeln. Genau. Und oben ist es etwas spitzer. Mhm. Möchtest du es denn mal mit mir aufpacken? Ja, das machen wir. Komm, wir machen zusammen mal das Tuch auf. Was da wohl drin ist, liebe Kinder? Da bin ich gespannt, was da drunter steckt. Wow. Was ist das denn? Na, das ist ja die Maria. Die
Tante von Jesus. Ich habe den Kindern auch schon einige Geschichten über sie erzählt. Maria war eine ganz besondere Frau. Genau, das war die Mutter von Jesus. Und weil Jesus unser Bruder ist, ist auch Maria wie eine Mutter für uns. Zu ihr können wir kommen mit unseren Sorgen und können unser Leid klagen. Ich habe dir noch was mitgebracht, liebe Rosalinde. Schau mal. Weißt du denn, was das ist? Klar, das ist ein Kochlöffel. Der ist total wichtig. Damit kocht uns unsere Mama oft unser Lieblingsessen. Mir schmeckt am besten Mamas Regenwürmer-Eintopf. Und ich glaube, dass der Jesus auch das Essen von seiner Mama gemocht hat. Bestimmt. Achtung, es kommt noch was. Oh, was ist denn das? Ach, das ist ein Pflaster. So eines hatte ich auch letztens auf meine Nase kleben. Oh. Da habe ich mich an einer Rose gepiekst und einen kleinen Kratzer auf der Nase gehabt. Wenn wir uns verletzen, hilft es doch sehr, wenn sich unsere Mama um uns kümmert und gesund pflegt. Das stimmt. Und ich glaube, die Maria hat den Jesus auch gesund gepflegt, wenn es ihm nicht gut ging. Stimmt's? Ja, bestimmt. Ja. Achtung. Noch was? Ja, guck mal. Ah, das ist ja ein Teddybär. Ja. Zeig mal, der ist ja ganz weiß. Ja. Den brauchen die Kinder oft, wenn sie traurig sind oder sich alleine fühlen. Genau. Dann kann so ein Teddybär ein guter Freund sein. Auch unsere Mama tröstet uns, wenn wir traurig sind. Und nirgendwo ist es doch schöner als auf dem Schoß unserer Mama. Ich glaube, das hat Jesus auch gedacht. Hast du noch was dabei? Ja, guck mal. Na, das ist ja ein Kopfkissen. Das ist aber schön. Das ist zum Schlafen da. Auf einem Kopfkissen schläft man schön weich. Wenn wir abends im Bett liegen und der Wind an das Fenster klopft oder die Blätter rasseln, dann rufen wir auch unsere Mama, damit sie uns beschützt, wenn wir Angst haben. Wenn unsere Mama bei uns ist, fühlen wir uns sicher und geborgen. Ja. Dann kann uns nichts passieren. Das stimmt. Und Jesus hat sich bei seiner Mama auch ganz sicher und geborgen gefühlt. Eine Sache habe ich noch, Rosalinde. Warte mal. Sei gespannt. Was hast du denn noch dabei? Guck mal. Weißt du denn, was das ist und wofür es gut ist? Das sieht aus, das ist ja ein Regenmantel. Der ist gut, wenn es regnet, dann werden wir nicht nass. Oder wenn es windig ist, schützt uns der Mantel vor dem Wind. Und wenn es kalt ist, kann uns ein Mantel wärmen. Manche haben sogar einen super dicken Mantel für den Winter. Das stimmt, Rosalinde. Und so ist es auch wie Marias Mantel. Sie möchte uns nämlich vor Gefahren schützen, wie der Mantel. Na? Und der breit geöffnete Mantel von Maria, das bedeutet, dorthin kann ich gehen. Da bin ich sicher. Schaut mal, wir haben auch so eine große Maria. Hier aufgestellt und der Mantel, der ist ganz weit offen. Ja, und ihr dürft von zu Hause ein Bild raussuchen und das im katholischen Kindergarten in den Briefkasten werfen. Die Erzieherinnen holen es dann raus und kleben eure Bilder in den Mantel. Ich habe auch Bilder mitgebracht. Schaut mal. Rosalinde, guck mal. Da bist du. Das ist ein Bild von mir. Ja. Komm ich auch auf den Mantel? Aber absolut. Oh, das ist ja super. Hänge die Rosalinde auf. Wen hast du denn noch dabei? Ich habe auch ein Bild von der Jutta und ihrer Familie mitgebracht. Oh, wie schön. Das hängen wir auch auf. Von mir und meiner Familie habe ich auch ein Bild mitgebracht. Da seid ihr ja alle drauf. Und ein Bild, wo ganz viele drauf sind. Das ist nämlich das Team vom katholischen Kindergarten. Ach, die kenne ich auch alle. Ja, das hängen wir auch auf. Wir haben euch jetzt ein ganz altes Marienlied mitgebracht, was wir gerne zusammen mit euch singen wollen. Maria, breit den Mantel aus, mach Schirm und Schild für uns daraus. Lass uns da unter sicher stehen, bis alle Stürme vorübergehen. Patronin Güte, uns alle Zeit behüte.
Gott, du bist wie ein Vater zu uns und liebst die Kinder. Auch du, Maria, weißt, was die Kinder brauchen. Darum bitten wir dich. Nala und Jona wünschen sich, dass es den Tieren und den Bäumen gut geht. Lieber Gott, mach mich stark, dass ich alles schaffen mag. Lieber Gott, wir bitten dich, beschütze mich und meine Familie. Lebendiger Gott, bei Evi und Heike ist es immer so schön, Wackelzahn. Jetzt lass uns alle gesund bleiben, dass ihr bald wiederkommen könnt. Lieber Gott, wir danken dir für unsere Freunde. Hilf uns für andere Kinder da zu sein, die noch keine Freunde haben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ja, ihr Lieben, heute im Gottesdienst haben wir über Maria gesprochen. Am Anfang ging es darum, wie wichtig die Eltern für uns sind und was sie alles für uns tun. Dann haben wir festgestellt, dass Jesus auch Eltern hat. Und dass seine Mutter Maria eine ganz besondere Frau ist. Sie versteht nämlich auch unsere großen und kleinen Sorgen. Und sie hat uns lieb. Im Fenster im Kettlersaal wollen wir unsere große Maria aufstellen und eure Bilder dranhängen. Und wenn ihr spazieren geht, dann schaut doch mal, wer schon alles im Mantel von der Maria hängt. Lieber Gott, ich danke dir, dass ich eine Mutter und einen Vater habe, die dafür sorgen, dass es mir gut geht, dass sie da sind, wenn ich sie brauche. Sie haben immer für mich Zeit und für meine Sorgen ein offenes Ohr. Ich danke dir, dass ich so viel Schönes mit ihnen erleben darf. Behüte und beschütze mich und meine Familie. Und jetzt möchten wir zusammen das Gebet beten, was Jesus uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So, wir sind jetzt schon am Ende unseres kleinen Gottesdienstes angelangt. Wir haben uns super gefreut, dass ihr da wart. War schön, mit euch zu feiern. Ihr habt super mitgemacht. Jetzt singen wir noch unser Abschlusslied ganz am Ende. Gott, dein Segen geht mit uns. Und dazu braucht ihr jetzt eure Musikinstrumente. Die dürft ihr euch mal holen. Die Anna und die Rosalinde haben ihre Instrumente auch dabei. Und dann kann's losgehen. Gott, dein Segen geht mit uns am Abend und am
Musik.